Nächster Punkt auf der Tagesordnung ist dann Nummer 18, Verordnung der Landeshauptstadt Dresden über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen aus besonderem Anlass im Jahr 2021. Und da starten wir in die Fraktionsrunde. Es würde die FDP beginnen. Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, keine Sorge, jetzt kommt kein Änderungs- oder Ersetzungs- oder Ergänzungsantrag von uns. Wir werden der Vorlage, so wie sie jetzt vorliegt, zustimmen. Wir können jetzt auch gerade, die Erfahrung der letzten Tage hat es gezeigt, beantragen, weitere Tage für nächstes Jahr. Obwohl, wir haben es beim Stadtfest gesehen, das ausgefallen ist, obwohl auch hier eine dezentrale Veranstaltung über die Stadt verteilt sicher möglich gewesen wäre. Aber seien Sie sicher, wir werden auch nächstes Jahr wieder für die Händler unserer Stadt streiten. Ganz im Gegensatz zur Verwaltung, die per Beschlusskontrolle mal eben mitteilt, keine Änderungsverordnung zur Rechtsverordnung zu starten, da man den JES-Tagen keine überregionale Bedeutung zumisst und vor einer Drohung der Gewerkschaft Verdi einknickt. Das ist aus unserer Sicht eine Missachtung des Ratsbeschlusses. Wir rügen das Verhalten der Verwaltung an dieser Stelle, werden dem Ganzen auch noch juristisch nachgehen. Und die Stadt sollte vielleicht neben der netten Buy-Local-Kampagne auch mal für die Händler kämpfen, notfalls auch juristisch. Wir werden das auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder tun. Freie Wähler das Wort gewünscht. Sieht nicht so aus. Grüne das Wort gewünscht. Auch nicht. CDU das Wort gewünscht. Nein. AfD das Wort gewünscht. Nein. Dann Linke, Herr Schallbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ja, ich denke, das Thema ist doch zu bedeutend, um es einfach schweigend zu übergehen. Mir ist bewusst, dass wir uns mit dieser Frage nun fast im Monatstakt auseinandersetzen und das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, die Argumente auch allseits bekannt sind. Also ich bin mir sicher, wenn jetzt Herr Kaden sprechen würde, er könnte meine Rede rückwärts beten, ich könnte seine vorwärts und rückwärts singen. Deshalb will ich heute auch mal auf ein paar aktuelle Entwicklungen eingehen und nicht altbekannte Argumente einfach nur wiederholen. Der Stadtrat hat ja kürzlich einen Beschluss gefasst, im Jahr 2020 weitere stadtweite verkaufsoffene Sonntage durchführen zu wollen. Und ich hatte damals schon mehrfach und deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Beschluss keinen Bestand haben würde. Es ist genau so gekommen, das war absehbar. Und ich möchte das deshalb an dieser Stelle einmal kritisieren, weil Sie damit natürlich auch den Dresdner Einzelhandel verunsichert haben. Sie haben nämlich sozusagen die Erwartung geweckt, an bestimmten Tagen in diesem Jahr würde es verkaufsoffene Sonntage kommen, Das geschieht nun nicht und das war absehbar, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich auch gleich auf die aktuelle Vorlage eingehen. Man muss sich einmal vor Augen führen, dass wir in der gegenwärtigen Situation nicht sagen können, was im kommenden Jahr die Situation sein wird. Ob im kommenden Jahr tatsächlich es möglich sein wird, großartige Anlässe zu schaffen und durchzuführen, die dann eine Ladenöffnung am Sonntag überhaupt rechtfertigen können. Deshalb finde ich das jetzt etwas voreilig, mal so eben mir nichts, dir nichts, ein Jahr im Voraus irgendeinen Beschluss fassen zu wollen. Und zwar in einer Situation, wo völlig unklar ist, wie die Lage nächste Woche ist, geschweige denn nächsten Monat oder im nächsten Jahr. Und jetzt haben wir ja hier wieder von meinem Vorredner gehört, ja, man müsse da sozusagen etwas tun für den Handel. Und deshalb möchte ich mal auf einige aktuelle gerichtliche Entscheidungen eingehen, wo das in anderen Städten bereits versucht worden ist. Es gibt bereits inzwischen jetzt mehrere obergerichtliche Entscheidungen von Oberverwaltungsgerichten, die entsprechende Entscheidungen von Stadträten regelrecht zerpflückt haben. So hat beispielsweise das Oberverwaltungsgericht Münster, das ist also das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen, mit Datum vom 3. September
sind da drei Eilbeschlüsse ergangen. Und ich möchte Ihnen mal einige wenige Kernsätze und Kerngedanken daraus näher bringen. Und zwar zum einen schreibt das Oberverwaltungsgericht Münster, weder die aktuellen unbestrittenen Herausforderungen der Corona-Pandemie noch der Erlass des Wirtschaftsministeriums setzen die verfassungsrechtliche Ordnung außer Kraft. Wo keine hinreichend gewichtigen, besonderen örtlichen Sachgründe angeführt werden könnten, ließe sich eine Ausnahme vom landesweit geltenden Gebot der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen nicht verfassungsrechtlich rechtfertigen, auch wenn dies während des derzeitigen vorübergehenden Verbots von Großveranstaltungen regelmäßig nicht gelingen werde. Und abschließend führt das OVG Münster aus, die Folgen der Corona-Pandemie bieten keinen Anlass, die gerade erst höchstrichterlich bestätigten Maßstäbe allein wegen eines gewünschten Signals an die Wirtschaft in Frage zu stellen. Genau in das gleiche Horn mit den gleichen Argumenten stößt das niedersächsische Oberverwaltungsgericht mit einem Beschluss vom 10. September, also auch ganz frisch. Und wir haben auch noch nicht allzu lange her eine Entscheidung bekommen des Bundesverwaltungsgerichts, das seine Maßstäbe noch mal präzisiert hat, die Maßstäbe auch wiederholt hat, die eben sehr streng sind. Und deshalb will ich das hier noch mal ganz klar sagen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und wir müssen eben die sächsische Verfassung, das Grundgesetz und das sächsische Ladenöffnungsgesetz die entsprechenden Voraussetzungen beachten. Sind diese nicht erfüllt, darf nicht geöffnet werden. Das will ich Ihnen einfach noch mal deutlich ins Stammbuch schreiben, weil Sie immer und immer wieder versuchen, rechtswidrig hier Entscheidungen herbeizuführen, und das kann nicht gelingen. Und da ist es albern, anschließend die Stadtverwaltung zu kritisieren, wenn sie diesen rechtswidrigen Mist nicht umsetzt. Und deshalb werden wir angesichts dieser Sachlage, auch dieser Vorlage heute, nicht zustimmen können, weil völlig unklar ist, ob im kommenden Jahr überhaupt diese Anlässe gegeben sein werden, die hier eine Ladenöffnung an Sonntagen rechtfertigen. Es ist auch in der Sache überhaupt nicht notwendig. Die Läden können in der Landeshauptstadt Dresden in jeder Woche 96 Stunden öffnen, viele, viele Stunden am Tag, und das reicht auch zu, und damit kann es auch sein Bewenden haben. Ich schließe meine Rede, und wir von der Linken werden diese Vorlage ablehnen. Vielen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Nein. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Herr Kaden und dann Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei meinem Vorredner hatte ich jetzt gerade das Gefühl, es handle sich um eine Akquisitionsveranstaltung für eine Rechtsanwaltskanzlei. Möglicherweise ist das ja notwendig. Ich will mich eher zur Sache äußern und zu der Frage, war denn zu dem Zeitpunkt, als wir in diesem Jahr beschlossen haben, dass am 3.10. anlässlich des Dresdner Stadtfestes eine Ladenöffnungszeit am Sonntag ermöglicht werden soll, war das damals schon absehbar? Für Herrn Scholbach offensichtlich, für uns war das nicht absehbar. Wir haben im Frühjahr keine Vorausschau haben können, wie es um das Thema Corona stehen wird. Und wir haben entsprechend einen Beschluss gefasst, eine Ladenöffnung zu ermöglichen. Es ist am Ende anders gekommen. So ist die Realität, der muss man sich stellen. Und ich stehe nach wie vor dazu, dass es richtig war, diesen Beschluss so zu fassen. Dass wir heute bereits im alten Jahr für das neue Jahr über Ladenöffnungszeiten an Sonntagen stadtweit beschließen, ist übrigens das, was wir hier im Rat beschlossen haben. Wir haben hier im Rat beschlossen, dass die Stadtverwaltung frühzeitig, und zwar im Jahr davor, diese Beschlüsse mit uns gemeinsam durch Vorlage fassen soll. Dem ist die Stadtverwaltung nachgekommen. Ich halte die Kritik für nicht gerechtfertigt. Und das Dritte ist, und den kann ich nur schwer nachvollziehen, diesen Vorwurf, dass Herr Scholbach hier unterstellt, die Vorlage, die jetzt hier auf unseren Tischen liegt und die vorschlägt, dass es im Jahr 2021 zwei
stadtweite Öffnungen im Advent geben soll, dass die von vornherein rechtswidrig sei. Mir ist bisher nicht bekannt, dass Vorlagen, die die Stadtverwaltung vorgelegt hat, gerichtlich, so wie die Stadtverwaltung sie vorgelegen hat, gescheitert seien. Also insofern, woher hier die Einschätzung kommt, dass die Vorlage rechtswidrig sei und deshalb, wenn wir heute so beschließen würden, ein rechtswidriger Beschluss herbeigeführt wird, ist für mich schleierhaft. Ich denke, wir sollten auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Die Stadtverwaltung schlägt 2 Sonntage vor, gut begründet. Das genügt den formalen Anforderungen, die dieser Beschluss haben muss. Das entspricht im Übrigen auch der Beschlusslage des Stadtrates. Wir selbst als CDU-Fraktion können uns auch mehr Sonntage vorstellen. Dem folgend haben wir im Ausschuss für Wirtschaftsförderung noch den 3. Oktober 2021 vorgeschlagen. Der fällt auf einen Sonntag im nächsten Jahr. Das hat leider keine Mehrheit gefunden. Das ist nun mal das Ergebnis der Abstimmung und der Demokratie. Das akzeptieren wir. Das werden wir auch heute nicht noch mal beantragen, weil wir auch heute glauben, dass es dafür keine Mehrheit geben wird. Und damit, denke ich, bleibt es bei der Vorlage der Stadtverwaltung. Die können wir in aller Ruhe beschließen, ohne Schaum vorm Mund, ohne Beleidigung, ohne juristisches Geplänkel und Fachjuristereien, die dann hier vorgetragen werden. Das brauchen wir, denke ich, alles nie. Lassen Sie uns heute einen vernünftigen Beschluss fassen. Und dazu möchte ich Sie alle gemeinsam motivieren. Vielen Dank. Als nächstes Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, lieber Herr Schollbach, da fühle ich mich jetzt doch motiviert, denn ein bisschen mehr Optimismus sollten wir ja hier von diesem höchsten Organ dieser Stadt schon ausstrahlen. Denn das, was Sie gesagt haben, heißt ja, dass Sie ja selbst für nächstes Jahr noch nicht mal damit rechnen, dass es den Striezenmarkt gibt. Das sind ja die beiden Anlässe, wegen denen wir eröffnen wollen. Das nenne ich mal Angstmacherei. Also ich hoffe ja schon, dass wir irgendwie vorwärts kommen und zumindest uns alle wünschen, dass wir im nächsten Jahr eine andere Situation haben. Und deswegen tut es auch gar nicht weh, heute dieses Zeichen zu setzen. Ansonsten ist das nun mal mit juristischer Einschätzung so wie mit dem Abstimmungsverhalten der Linken beispielsweise. Es gibt die Linken in Dresden, sind vehement gegen die Sonntagsöffnung. Es gibt Linke in Leipzig beispielsweise, die unterstützen das. Und so ist das überall. So unterschiedlich wie ihr Abstimmungsverhalten zu dem Thema überall in Deutschland ist, sind auch juristische Einschätzungen. Es wurden hier schon viele Prognosen abgegeben, was alles so passieren wird, unter anderem letztens auch bei der Diskussion um die Verlängerung der Weihnachtsmärkte. Ja, es war am Ende ja dann doch ganz, ganz anders. Was ich mir gewünscht hätte, muss ich ganz klar sagen, bei dem Vorstoß für 2 weitere Sonntagsöffnungen in diesem Jahr, dass, wenn es denn die Einschätzung gibt, dass es rechtswidrig ist, die Verwaltung das gemacht hätte, was sie in der Regel tut, nämlich dann unmittelbar nach dem Beschluss im Stadtrat dann den Beschluss zu kassieren. Das ist aber nicht passiert. Wir haben die Einschätzung der Verwaltung erst eine Woche vor dem 3. Oktober erhalten, wo ja ursprünglich mal der erste verkaufsoffene Sonntag sein sollte. Das halte ich nicht für redlich. Der Stadtratsbeschluss hat eindeutig gesagt, die Verwaltung soll eine Vorlage bringen. Sie kann uns ja dann beraten und sagen, ja, sie empfiehlt nicht, dem zuzustimmen. Aber ich erwarte schon, dass das Votum, was wir hier abgegeben haben, auch umgesetzt wird und wir es zur Entscheidung vorgelegt bekommen. Und dass die Jazztage erstens nicht geeignet sind, halte ich nach wie vor für eine Ente, denn ich weiß, dass die Jazztage sich genau für dieses Wochenende bemüht haben und ein extra Konzept entwickelt haben, was nach meiner Einschätzung absolut tragfähig gewesen wäre. Darüber hätten wir ja gerne hier diskutieren können, aber das wurde uns am Ende genommen. Ich will auch klar sagen, lieber Kollege Schollbach, ich schätze Ihren juristischen Sachverstand sehr, aber ich weiß nicht, ob wir in der jetzigen Zeit uns hinter juristischen Barrieren verstecken können. Wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass hier in dieser Stadt was stirbt. Und das ist unser Einzelhandel. Wer heute Zeitung gelesen hat, hat ja den Hilferuf unserer einheimischen Wirtschaft, des ortsgebundenen Einzelhandels, nicht des Internethandels, der gerade boomt, sondern unserer eigenen Leute doch gehört. Und da fühle ich mich motiviert zu überlegen, was kann ich für diejenigen tun? Und Sie selber, der Einzelhandel selber, wünscht sich diese verkaufsoffenen Sonntage. Die wünschen sich auch mehr, was die Parkgebühren, die Anzahl von Parkplätzen betrifft. Da werden wir demnächst hier diskutieren. Aber was ich nicht hinnehmen will, ist,
dass die Attraktivität unserer Innenstadt vor allem leidet und dass wir demnächst nach Corona viel weniger Läden haben. Und wenn Sie mal durch die Fußgängerzonen gehen, Niblus-Wilsdrufer Straße, wie es vorgestern groß in der Zeitung stand, Prager Straße, oder selbst wenn Sie an die Peripherie gehen und mal in den Elbepark gucken, da gibt es viele Läden, die diese Krise nicht überstehen. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, die ganzen Einzelhändler, die in Dresden wohnen, die zumeist auch hier Steuern zahlen, die hier Arbeitsplätze schaffen, die erwarten von diesem Stadtrat was anderes als irgendwie juristische Spitzfindigkeiten, sondern sie erwarten, dass wir uns was einfallen lassen und dass wir für unseren Einzelhandel kämpfen, meine Damen und Herren. Nichts anderes tun wir. Da kann man im Übrigen auch gern mal vor Gericht verlieren. Das ist dann so. Aber ich habe wenigstens für unsere Leute gekämpft. Und wie es ausgeht, weiß keiner in diesem Raum. Ich wünsche mir, dass wir kämpfen. Danke. Herr Scholbach. Lieber Herr Zastrow, ich will mich gern mit Ihren Argumenten auseinandersetzen. Ich habe sehr großes Verständnis auch für die Interessen und Belange und Bedürfnisse des Einzelhandels in unserer Stadt. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Das Problem ist nur, dass eben der Zweck nicht die Mittel heiligt. Und wer sind wir denn hier? Im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden. Wir sind nicht befugt, Recht und Gesetz außer Kraft zu setzen. Und ich bitte Sie doch, dass Sie meine Argumente einfach mal aufnehmen und durchdenken. Ich trage hier ja nicht zum Spaß vor. Ne? Wenn bundesweit gleichartige Überlegungen angestellt werden, in vielen Städten und Gemeinden, und dort man zu dem Ergebnis kommt, wir wollen etwas tun für unseren Einzelhandel, und man beschließt dann entsprechend Sonntagsöffnungen, und anschließend kommt zunächst ein Verwaltungsgericht und dann ein Oberverwaltungsgericht, die ganz klar sagen, das geht so nicht, weil es nun mal eine Rechtsprechung gibt, eine strenge Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts. Dann darf man das nicht ignorieren. Wir können nicht einfach willkürlich über die Rechtslage hinweggehen. Wenn der Stadtrat das doch tut in seiner grenzenlosen Weisheit, dann wird früher oder später das sächsische Oberverwaltungsgericht kommen und ganz absehbar eine Entscheidung treffen. Und deshalb habe ich auf die bereits ergangenen Entscheidungen, die gerade mal einen Monat alt sind, genau zu dieser Problemlage hingewiesen. Nun können Sie sagen, das interessiert mich alles nicht. Aber Sie müssen doch die Konsequenzen bedenken. Der Einzelhandel stellt sich doch auf eine solche Situation ein. Der Stadtrat beschließt sozusagen relativ willkürlich und unter Ignoranz der entsprechenden Voraussetzungen die Sonntagsöffnungen. Dann wird das gerichtlich kassiert und dann haben die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler einfach einen Aufwand gehabt, haben Kosten gehabt, der vermeidbar gewesen wäre. Und das gilt es zu verhindern. Und ich möchte auch auf Kollegen Kaden eingehen. Herr Kaden hat in Abrede gestellt, dass entsprechende Entscheidungen der Landeshauptstadt Dresden, des Stadtrates, kassiert worden seien. Da muss ich Ihnen sagen, das ist der Fall. Es gibt entsprechend einen Beschluss des sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 1. November 2010. Dort hat der dritte Senat eine Verordnung der Landeshauptstadt Dresden über das Offenhalten von Verkaufsstellen außer Vollzug gesetzt, mit den Argumenten, die ich hier vorgetragen habe. Und insofern erwarte ich einfach, dass wir uns auf eine gemeinsame Basis stellen. Diese Basis ist das geltende Recht in diesem Freistaat und in dieser Bundesrepublik, und dass wir dann anhand dieser Maßstäbe miteinander in der Sache diskutieren, nicht permanent den Eindruck entwickeln und erwecken, es stünde im Belieben des Stadtrates, wann in dieser Stadt die Läden geöffnet haben und wann nicht. Deshalb wollte ich gern auf Ihre Argumente eingehen, das habe ich hiermit getan, und ich denke, die Sachlage ist sehr deutlich. Und noch eine letzte Überlegung. So wie vor wenigen Wochen nicht absehbar war, ob jetzt geöffnet werden kann oder nicht und wie die Pandemielage sich derzeit gestaltet oder nicht,
ist es doch jetzt erst recht nicht absehbar, was im Dezember 2021 ist. Und deshalb ist es einfach verfrüht, jetzt Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, welche Situation wir dann haben. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann stimmen wir ab über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? 18. Und Stimmenthaltung? 45 Ja, 20 Nein, 3 Enthaltungen, dann so beschlossen. Frau, na, aber bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten abgeben und möchte dazu aus der Vorlage bzw. der Begründung der Vorlage zitieren. Die katholische Kirche kritisiert wie in den Vorjahren die Missachtung des Ruhegebotes am Sonntag. Welcher Sonntag dafür in Betracht gezogen werde, sei grundsätzlich ohne Belang. Der Sonntag sei auch jenseits religiöser Pflichten als Ruhetag bestimmt. Auch die evangelische Kirche setzt sich für den weitestgehenden Erhalt des Sonntages als Feiertag und auch als Tag der Arbeitsruhe ein. Eine Ausweitung der Ladenöffnungszeiten auf den Sonntag wird grundsätzlich nicht befürwortet. Es werde jedoch akzeptiert, dass es sich in der konkreten Ausgestaltung um einen politischen Prozess handelt, in dem ein Konsens, und ich betone Konsens, aus unterschiedlichen Interessen gefunden werden muss. Die Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft Verdi sprechen sich entschieden gegen einen zweiten verkaufsoffenen Sonntag am 4. Advent aus. Dieser bedeutet für die Kolleginnen und Kollegen im Handel eine besondere Belastung. Die bisherige Verfahrensweise, nur einen stadtweiten verkaufsoffenen Sonntag zuzulassen, wurde bislang von Verdi geduldet. Deswegen habe ich hier mit Nein gestimmt und ich hoffe und ich fordere die Kolleginnen und Kollegen, die diese Stellungnahmen abgegeben haben, ausdrücklich auf, den Klageweg zu beschreiten.